Liebe MyProtein-Family, euer Göggi heute am Start. Hier das Thema, was ist Protein? Woraus besteht das? Wie wichtig ist Protein für den Körper, auch für den Muskelaufbau? Und vor allem, wie viel Protein brauchst du als Tagesbedarf? Was ist eigentlich Protein oder Eiweiß? Eiweiß ist ein sehr wichtiger Makronährstoff. Wir haben ja Fett, Kohlenhydrate und Eiweiß. Eiweiß ist aber in dem Fall essentiell, also ja, Grundbestandteil zum Beispiel für den Zellaufbau, für die Haare, aber natürlich auch für uns, für den Muskelaufbau natürlich entscheidend, weil es auch die Proteinbiosynthese anregt, die dazu führt, dass wir überhaupt Muskeln aufbauen können. Protein besteht aus 20 Aminosäuren beim Menschen und davon sind 8 bzw. 9 essentiell, das sind die sogenannten EAAs. Und dann gibt es aber auch noch von denen zum Beispiel 3 BCAAs, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, Isoleucin, Leucin und Valin. Und diese ja, sind besonders entscheidend für den Muskelaufbau. Jetzt ist für euch natürlich entscheidend, wenn ihr ein Eiweißpulver oder Protein mit der Nahrung zu euch führt, dass genau die entscheidenden Aminosäuren auch enthalten sind, die diesen Muskelaufbau bewirken. Dementsprechend gehen wir da gleich nochmal kurz drauf ein, aber vor allem entscheidend ist natürlich auch für den Muskelaufbau die richtige Menge. Die alles entscheidende Frage, wie viel Protein brauchen wir vor allem für den Muskelaufbau? Für ja, Leute, die jetzt unsportlich sind oder auch nicht den Muskelaufbau beabsichtigen, sollten mindestens 0,8 Gramm pro Kilo Körpergewicht zugeführt werden am Tag. Allerdings gehe ich mal davon aus, dass ihr als Zuschauer, aber auch ich, wir sind ja sportlich, wir machen auch Muskelaufbau, Krafttraining, ist das natürlich jetzt kein Richtwert, an dem wir uns halten sollten, sondern es gibt bestimmte Studien, die das festgelegt haben, mit mehreren Probanden auch durchgetestet haben, über mehrere Monate und Wochen, was halt tatsächlich einen Ausschlag geben kann und die Mindestmenge für den Muskelaufbau, was auf jeden Fall wichtig ist und auch meine persönliche Empfehlung ist, sind 1,5 Gramm pro Kilo Körpergewicht. Von daher die Empfehlung, gerade beim Muskelaufbau sollte die Grundlage von 1,5 Gramm pro Kilo Körpergewicht Voraussetzung sein und dann fahrt ihr auf jeden Fall gut. Es gibt aber ein paar Ausnahmen. Bezogen auf den Muskelaufbau solltet ihr eins wissen, dass Protein vor allem auch eine sättigende Wirkung hat und dementsprechend müssen wir natürlich mal gucken, dass wir beim Muskelaufbau auch in einen gewissen Überschuss an Kalorien kommen, um Muskeln perfekt aufbauen zu können. Ja, so 300 bis 500 Kilokalorien sollten wir schon ein Überschuss sein. Jetzt die Sache natürlich, wenn wir im Aufbau zu viel Kalorien aus Protein zu uns nehmen, ist natürlich der Sättigungseffekt eher da. Das heißt, viele schaffen dann gar nicht auf die Kalorienmenge zu kommen, Muskeln aufzubauen. Dementsprechend solltet ihr auch gucken, im Aufbau solltet ihr oder müsst ihr nicht unbedingt viel mehr Protein zu euch nehmen, weil ihr habt sicherlich den Bedarf abgedeckt und guckt einfach eher, dass ihr ein paar Kohlenhydrate wie Reis, Nudeln oder so dazu nehmt, dass ihr vor allem auch auf die Menge an Kalorien kommt, weil in dem Fall auch Kohlenhydrate schneller verstoffwechselt werden und dementsprechend schafft ihr auch die Menge, um Muskeln aufbauen zu können. Ganz wichtig zu wissen, achtet immer so ein bisschen auf den Sättigungseffekt von Eiweiß, ne, dass ihr dann halt nicht zu schnell satt seid, wenn ihr Muskeln aufbauen wollt. Auf der anderen Seite gibt es ja Leute, die abnehmen möchten und eine Diät planen. Hier spielt das Protein tatsächlich noch eine wichtige Rolle, denn aufgrund des sättigenden Effekts haben wir natürlich jetzt hier eher den Vorteil bei den Proteinen. Das liegt vor allem daran, dass Eiweiß etwas anders verstoffwechselt wird als Fett und Kohlenhydrate. Und da sprechen wir von der Thermogenesis. Das heißt, dass halt tatsächlich mehr Kalorien auch verbraucht werden, so einfach gesagt sozusagen bei der Aufnahme von Protein. Also wir halten fest, bei der Diät macht es Sinn, mehr Proteine zu sich zu nehmen. Da können wir auch so auf 2,5 Gramm pro Kilo Körpergewicht gehen, einfach aufgrund des sättigen Effekts der Thermogenesis. Also die längere Verstoffwechsel von Protein führt einfach dazu, dass wir ja, sozusagen besser Kalorien verbrauchen, auf gut Deutsch gesagt. Und natürlich aber auch die Grundlage, dass halt 1 Gramm Protein und auch 1 Gramm Kohlenhydrate nur 4 Kilokalorien haben, aber Fette 9 Kilokalorien pro Gramm. Das heißt, wenn wir natürlich jetzt in der Diät stecken, macht es vor allem auch Sinn, mehr Proteine anstatt Fette zu uns zu nehmen, weil wir einfach eine bessere Kalorienbilanz so erreichen können und eher im Defizit landen, als wenn wir zu viel Fett zum Beispiel essen. Und dann haben wir natürlich noch die langsamere Verstoffwechselung im Vergleich zu den Kohlenhydraten. Dementsprechend können wir definitiv in der Diät einfach die Proteine hochsetzen auf ungefähr 2 bis 2,5 Gramm pro Kilo Körpergewicht, um besser gesättigt zu sein und auch einfacher uns im Defizit aufzuhalten. Eine Frage kommt ja vielleicht nochmal auf, der Proteinmangel. Hat das jetzt irgendwie Auswirkungen auf uns? Ja, tatsächlich, weil wenn wir uns zum Beispiel an die empfohlene Dosis von 0,8 Gramm pro Kilo Körpergewicht für Nichtsportler oder Kraftsportler halten, haben wir ein Problem,
dass wir weniger Muskulatur aufbauen, eventuell sogar Muskeln verlieren. A, wir haben natürlich die Möglichkeit, die Proteinbiosynthese alle 3 bis 4 Stunden anzuregen, zum Beispiel mit Leucin, einer Aminosäure, die das auslöst. Das haben wir bei den geringen Mengen von Eiweiß halt nicht. Dementsprechend können wir A, erstmal nicht mal wirklich vernünftig den Muskelaufbau und die Proteinbiosynthese anregen, wenn wir zu wenig Aminosäuren in Form von Proteinen zu uns nehmen. Auf der anderen Seite haben wir noch das Problem, dass wenn wir wenig Proteine zu uns nehmen, der Körper aber für die Verwendung oder für den Aufbau von Zellen Proteine benötigt, sich natürlich dem Körper bedient, wo er Proteine findet. Und Aminosäuren, auch Muskelprotein, ist ja vorhanden in Form von Muskeln. Und dann kann es natürlich sein, dass der Körper sagt, hey, wenn ich kein Protein kriege, keine Aminosäuren, dann habe ich ja noch diese Muskeln, die können wir ja mal ein bisschen abbauen. Dann habe ich endlich das, was ich für ja, wichtigere Aufgaben des Körpers benötige. Denn Muskeln sind in dem Ausmaß, wie wir uns das vielleicht wünschen, gar nicht so notwendig für den Körper. Aber der Körper hat natürlich auch andere Prozesse, die viel wichtiger zum Überleben sind. Und dann zieht er sich einfach die Proteine oder die Aminosäuren aus den Muskeln und dann baut er die ab, damit der Rest funktioniert. Und das ist das Problem, dann verlieren wir Muskeln. Der letzte Punkt, kann Protein oder kann Eiweiß schädlich sein in irgendeiner Art und Weise? Man kann ganz klar sagen, wenn wir gesund sind oder wenn du gesund bist, gibt es keine Probleme. Wenn du aber zum Beispiel eine Nierenvorschädigung hast, das solltest du eigentlich wissen, der Arzt sollte das bei dir festgestellt haben, dann ist es halt so, dass wenn wir viel Eiweiß essen, viel Harnstoff entsteht und das muss die Niere ausscheiden oder abbauen. Und wenn sie überlastet wird, wenn sie sowieso schon geschädigt ist, kann das natürlich zu Problemen führen. Aber wir gehen mal davon aus, dass du gesund bist und wenn nicht, check dich einfach mal vom Arzt ab, mach einfach mal ein Blutbild und dann wirst du ja sehen, aber eigentlich sollte alles okay sein. Ansonsten kann es eigentlich nur dazu führen, wenn jetzt wirklich zu viel Eiweiß zu dir nimmst, dass du vielleicht mal Blähungen bekommst oder mal irgendwie Durchfall, wenn du komplett übertreibst. Aber in der Regel sollte das eigentlich so sein, dass der Körper auch Proteine in Energie umwandeln kann, wenn du zum Beispiel zu wenig Kohlenhydrate oder Fette sozusagen isst und dann kann er das durch Glucose quasi in den Glykogenspeichern einspeichern und dann ist das quasi ein Ersatz wie die Kohlenhydrate. Dementsprechend macht ihr dann den Kopf. Wenn du jetzt Probleme hast, mit der Ernährung wirklich auf die vorgegebenen Mengen zu kommen, die ich dir gerade hier erzählt habe, vom Proteinbedarf, dann kannst du natürlich ergänzen mit einem schicken Eiweißpulver von MyProtein. Das kann Whey sein, das kann aber auch ein pflanzliches Eiweißpulver sein, ein veganes. Und ja, check das einfach mal ab. Ich hau mir das gerne abends nochmal rein, um wirklich da ein bisschen sozusagen zu ergänzen oder gerade wenn ich mir was Leckeres backe, einfach als Mehlersatz auch eine super Alternative für leckere Proteindesserts. Und in dem Sinne würde ich mich freuen, wenn du den Kanal abonnierst, einfach mal die Glocke aktivierst, vielleicht auch einfach mal einen leckeren Proteinkommentar schreibst und in dem Sinne, ich bin raus, euer Görki. Ciao.